Kommentiert. Kunst zielt auf die Errettung des anderen, hat der berühmte Sozialphilosoph Theodor W. Adorno einmal gesagt. Der oder die andere sollen errettet werden, sollen veredelt werden in den vielen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Ich denke bei Kunst immer zuerst an Musik, die Emotionen auf so wunderbare Weise zu vermitteln versteht, an die Freiheit, die sie schenkt. Gerade Musik hat die Fähigkeit, Menschen zu verbinden, Brücken zu schlagen und bereichernd zur Seite zu stehen. Musik gibt Freude, Entspannung, Besinnlichkeit, Ruhe und Beistand, aber sie vermittelt auch Inspiration und Anregung. Musik ist aus meiner Sicht ein Universalheilmittel. Viele Menschen, denen ich begegne, suchen gerade dieser Tage Trost, Wärme, Nähe, Freundschaft und Liebe. Sie sind vielfach von Ängsten oder Zweifeln geplagt. Unsicherheiten oder Sorgen belasten sie. Musik vermittelt, so habe ich es stets empfunden, vor allem Hoffnung und Zuversicht. Sie kann etwas ganz besonders Erfüllendes in unserem Leben sein. Musik ist von Menschen für Menschen geschaffen. Sie ist schon per se auf den anderen gerichtet. Lassen Sie uns dies gerade dieser Tage ein wenig in Erinnerung rufen. Lassen Sie uns über Musik zusammenkommen. Hören Sie Musik, wann immer Sie dieser bedürfen. Ich wünsche Ihnen dazu viel Freude und einen entspannten Frühling bei guter und passender Musik.